So, dann kommen wir zu den Patch Notes 5.24. Herzlich willkommen hier am Stissel. Wir schauen mal direkt durch, was wir finden. Hier sind auf jeden Fall schon mal Snow-Skins dabei. Syndra sieht, ja, die sieht eigentlich ganz sexy aus. Die hat so eine Leggings-Strumpfe-Hose an. Und hier der, ja, ich finde Gnaskins gibt es schon genug. Und hier, das ist natürlich Bart. Also, nice, die wird auf jeden Fall gekauft. Die wird gekauft, ja. So, dann gucken wir mal weiter. Poppy wird natürlich geändert. Da werden wir uns natürlich auch mit befassen. Werde ich mal direkt mal checken bestimmt. Aber meine Meinung zu Poppy, ihre Ult kann nicht killen. Oder, also kann killen, aber nicht so richtig gut killen. Also, So, Anivia. Oh, das ist die Anivia. Okay, aber das ist noch okay. Der Glacian-Sturm geht nicht mehr so weit. Das ist nicht so ultra schlimm, das ist noch okay. Also, ist zwar ein Nerf, aber ist noch in Ordnung. Ist noch im Rahmen. Und der Slow, dass der nicht mehr so lange geht. Wenn wir jetzt Pech haben, geht die Combo nicht mehr. Kann das sein, dass das nicht mehr funktioniert? Eine Sekunde. Ich weiß nicht, wie lange das Ding fliegt. Aber wenn wir jetzt wirklich dieses E abfeuern, wir machen erst das E, obwohl, nee, wir machen ja erst E und dann die Ulti. Nee, das passt. Wenn wir aber erst Ulti machen würden und dann der rausläuft und, nee, also wir machen aber E immer erst E und dann Ulti. Das passt dann schon. Ah, sehen wir mal wieder Bugfixes. Was haben wir hier? Irgendein Bug. No longer cheat attacks. Okay. Also, with soldiers, ja. Blablabla. Obwohl, das ist kein Bug. No moves with soldiers to their endpoint, even if he catches up to them while traveling. Also ab und zu, ja, okay. Okay, das ist ein cooler Buff. Das ist ein cooler Buff. Das ist ein ziemlich krasser Buff, wenn ich das richtig sehe. Glaube ich. Das müsste ich noch testen, aber das, wenn ich das richtig verstehe, ist das so, dass wir gar nicht mehr diese Combo richtig machen müssen. Dieses Schnelle mit diesem Hinterherspringen, dass man sagt, okay, ich mache den Soldaten, mache mein E und dann das Q. Dann fliegt man ja, wobei, ja, obwohl das ist, glaube ich, eher das, dass man jetzt, wenn man in der Luft auf den Soldaten zutrifft, was ab und zu dann passiert ist, kann das sein, dass wir trotzdem mit dem Soldaten bis zum Ende mitfliegen, glaube ich. Aber das ist, glaube ich, nicht für die Q-Kombo, sondern eher einfach fürs normale E. Aber okay. Bart, W-Ratio up. Sein Passiv, der kann jetzt diese Meeps regenerieren schneller. Okay, Bart ist eh super langweilig. Und sein W hat, das ist dieses HP-Ding da, gibt, hat mehr AP-Power, also mehr Heal. Zum Buff also. Brand, die Kosten von dem W wurden erhöht. Im Early Game auf Level 1 kein Unterschied, aber dann pro Level 5 Mana mehr. Also auf jeden Fall ein Nerf, aber ist noch in Ordnung. Der Headshot wurde von ihr hier reduziert, und zwar Attacks per Headshot. Oh, nee, stopp, das ist also ein Buff. Sie braucht nur noch 6 Schüsse auf. Also ist. Im Early Game ist es ein Buff. Early und mit. Also Early Game ist es ein Buff, weil sie nur noch 6 Schüsse pro Headshot für einen Headshot braucht, bis der passiv prockt. Im Mid Game ist es dann even. Und im Late Game ist es sogar ein kleiner Nerf. Also im Early Game ein bisschen stärker. Aber ich denke, gerade im Early Game ist es ein sehr, sehr guter Buff, weil. Also natürlich ist es auch im Late Game wäre es cool, wenn man mehrere Headshots hat, aber. Gerade im Early Game ist es doch so, dass man vielleicht nochmal so einen Headshot da rauskriegen muss. Und dadurch ist natürlich auch der Druck höher, den man auf die Gegner bringen kann. Allerdings halt, wie gesagt, im Late Game ein bisschen weniger. Mundo war klar, dass er genervt wird. Der ist mit dem Master einfach super krass. So, was haben wir hier? No longer works on Strukturen. Also das E gibt kein Damage mehr. Der funktioniert zumindest nicht gegen Struktur, gegen Gebäude. Außerdem wurden die Ratios erhöht. Oder verringert, sorry. Damals war es 5% vom Maximum Health. Und jetzt ist es am Anfang nur 3%. Das heißt, man müsste es sogar eventuell jetzt maxen, damit es gut ist. Ob man das tut, weiß ich nicht. Wahrscheinlich geht man trotzdem. Also es kommt ja auch immer darauf an, wo du Mundo spielst. Ne? Also zum Beispiel im Jungle maxt man ja meistens das W. Auf der Top-Lane maxt man ja, glaube ich, das Q. Und deswegen ist es ein bisschen abhängig, wo wir spielen. Der Cleaver hier, Health Damage ist am Anfang gleich, später auch gleich. Lol, hä? Okay, hier in der Mitte. Also im Early Game ist er gleich und im Late Game ist er gleich, aber in der Mitte ist es etwas schwächer. Im Midgame ist es etwas schwächer, aber im Late, also kaum. Und Damage to Monster ist auch im Midgame wieder. Ja. Oh, und im Late Game sogar auch schlechter, doch. Also im Maximum Damage to Monster ist auch deutlich reduziert im Late Game. Wobei 200 Damage, ja gut, aber damit kann man natürlich schon sehr, sehr gut auch diesen komischen Hero da kaputt machen, ne? So, was haben wir? Echo, Vraco Lives, Vraco. Irgendein Bug interessiert uns nicht. Hecarim. Hecarim wird tatsächlich genervt. Weniger Base Health, okay. Weniger HP pro Level, die er kriegt. Ich finde, und ich muss sagen, ich fand nicht Hecarim OP, muss ich ehrlich sagen. Ich fand ihn jetzt nicht wirklich OP, muss ich ehrlich sagen.
Seine E now ignores unit collision. Okay, das heißt, er kann jetzt, während er das E anhat, ist wie Ghost, er kann durch Minions durchchargen, was ganz cool ist. Also hier kleiner Buff, hier Nerf. Okay, was war das hier? Passiv. Okay, also okay. Achso, nee, dann ist es doch kein Buff. Sorry, das habe ich jetzt ganz übersehen. Also sein Passiv war vorher, dass er Unit-Kollision ignoriert hat. Das heißt, er konnte immer durch Minions durchlaufen, so wie Fizz das auch kann. Jetzt geht es nur noch mit der E, also doch ein Nerf. Also insgesamt doch auf jeden Fall ein Nerf. Jinx, Fishbone Cast Time. Okay, das heißt, der ist schneller fertig wahrscheinlich. Rocket Root Jinx for Less. Ja, man kann jetzt schneller auf die das Q wechseln quasi, auf den Raketenwerfer. Also auf jeden Fall ein Buff. Aber kaum. Aber ist ein Buff, aber kaum. So, Katos. Slow drops to half effectiveness after 1 second. Okay, ist das ein Buff? Slow no decays. Also der geht mit der Zeit runter. Also schon ein Nerf, würde ich sagen. Wall of Pain, slow, no decays, ja, würde ich sagen. Ja, der wird nach einer Sekunde ist er nur noch halb so stark. Kindred, W, Heal Down, R, Cooldown Up. Ich muss ja sagen, ich finde Kindred ist so ein Jungler. Kindred ist ein Jungler, die sehr, ist ein AD-Carry. An sich würde man denken, zum Beispiel, wenn du so ein Champion wie, okay, sie ist halt ein Jungle-AD-Carry, sie ist dafür gemacht. Aber ob, eigentlich, wenn man so denkt, man schickt jetzt so ein AD-Carry in den Jungle, sowas wie Twitch, dann würde man denken, okay, der kriegt ordentlich auf die Fresse und hat harte Probleme im Jungle. Aber Kindred, muss ich sagen, ist einer der Champions, der am besten. Wenn ich Kindred spiele, komme ich mit. Das ist einer der Champions, wo ich mit am easiesten durch den Jungle durchkomme. Also wirklich. Kindred hat super easy im Jungle zu tun mit ihrem Heal. Also ist wirklich sehr, sehr einfach. Also keine Ahnung. Also so habe ich das Gefühl immer. Erste Clear, okay, es geht noch meistens, aber. Jinx ist wirklich ein sehr, sehr guter Jungle-Champ, was das Sustain angeht. Wir haben hier Passiv Heal auf dem W, das ist immer, dass sich das, glaube ich, auflädt oder so. Ist von 63 auf 114 auf 43 auf 94, also am Anfang weniger und im Late Game weniger, also schon ein Nerf. Bei der Ultimate ist der Cooldown erhöht auf Stufe 1, später auf Stufe 11 quasi reduziert, stoppt das gleiche und im Late Game etwas reduziert. Also, ja. Ist okay, ist jetzt kaum spürbar, würde ich sagen. Ist wirklich kaum spürbar. Dann die Kog'Ma. Was haben wir denn hier? Bio-Arcan. Attack Damage Ratio. Mit Kog'Ma habe ich mich gar nicht befasst, muss ich ehrlich sagen. Also auch da, wo der komplett umgeändert wurde. Da muss ich jetzt mal schauen, was hier jetzt passiert. No longer deals per 100 Attack Damage. Okay, das zum Beispiel, das kannte ich gar nicht, dass er 1,25% pro 100 Attack Damage macht. Wurde auf jeden Fall rausgenommen, definitiv Nerf, anstatt, dafür hat er jetzt aber bekommen 2% von dem Target Maximum Health. Das heißt auf jeden Fall schon Nerf, doch, würde ich auf jeden Fall sagen, weil wir hatten hier 1, sobald wir 200 AD hatten, was eigentlich ziemlich realistisch ist, hatten wir schon 2,5 und 300 AD kann man vielleicht sogar mit Baron Buff, Roten Pot und sowas auch erreichen. Das heißt schon auf jeden Fall Nerf, würde ich hier sagen. Ja. Malza, seine Null Zone. Am Anfang 4%, jetzt immer noch 4% im Late Game. Ab, stopp. Ja, doch. 8% und jetzt sind 6%, also Nerf auf jeden Fall. Im Early Game bzw. Mid Game wird es keinen Unterschied machen, weil wir eh das Ding nicht maxen. Das heißt, wir hatten 4% und haben so auch 4%. Das ist also kein Unterschied. So bis Level, irgendwo Level 11, so die Richtung, denke ich. Aber im Late Game merkt man das wahrscheinlich schon so ein bisschen, weil das ist ja auch. 2% ist jetzt, klingt nicht viel, aber. Das ist ja auch, glaube ich, pro Sekunde, wenn ich das richtig meine, ne? Oder ist das pro Sekunde? 8% pro Sekunde? Kann das hinkommen? Ist vielleicht ein bisschen OP. Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, aber 8% klingt ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Dafür, dass da jemand 5 Sekunden drinstehen muss oder 4 Sekunden. Also ich glaube, es ist... Okay, da kommt natürlich auch noch ein Scaling dazu. Aber ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher hierbei, glaube ich. Aber es ist auf jeden Fall ein Nerf, da sind wir uns sicher. Masahi, seine Meditation-Tooltip-Ratio. Was heißt Tooltip-Ratio? Just a Tooltip Bug, okay, also wurde wohl falsch angezeigt hier. Also er hatte wohl 0,15, aber es wurde 0,3 angezeigt. So, Miss Fortune, ein Nerf, ihr W. Das ist dieses schneller Schießen, hat am Anfang 60% gehabt, jetzt ist es 40%, später 100, also Nerf, ganz klar. Make it Rain, jetzt Slow von 40 runter auf 28, auch wieder Nerf, später im Late Game ist es okay. Problem wieder hier, ich glaube, ich bin mir auch hier nicht hundertprozentig sicher, weil mit ADK habe ich mich nur begrenzt befasst, aber...
Auch hier das E maxt man, glaube ich, nicht. Zumindest nicht, solange man AP spielt. Oder nicht AP. Also, ja, auf AD Mistforge schon halt. Und weil wir das nicht maxen, ist es auf jeden Fall ein Nerf, weil es immer erstmal bis ins Late Game hin auf 28 bleibt, anstatt auf 40. Würde man es direkt maxen, hätte man halt 60, 60, dann wäre es irgendwo okay, aber. Niederlegt, Q-Damage ab. Okay, alles klar, da wird sich mein Dude auf jeden Fall freuen. Im Early Game mehr Damage ist auf jeden Fall nice für ihn gerade, denke ich mal, weil er geht ja auch direkt in Vayne immer. Das heißt, mit Level 1 haben wir einen kleinen Buff, auch um 10 Damage und nimmt dann pro Level immer ein bisschen mehr ab. Also am Anfang haben wir 10, dann 7,5 und wird immer ein bisschen weniger. Später auf Stufe 5 ist es dann gleich. Der Maximum Damage von dem Q wurde allerdings auch erhöht. Hier sogar bis zu 30 Damage. Diese 10 Damage sind so, wenn ich das Ding quasi vor ihm in sein Gesicht schmeiße. Das wird mich aber nerven, weil ich hasse alle Niederlegespiele. Alle. Ich hasse auch oft genug meinen Duo-Mate dafür. Ja. Aber auf jeden Fall trotzdem Buff. Trotzdem Buff wird wieder mehr Niederlegs geben. Aber ihr müsst immer eins wissen: Niederlegs sind ultra einfach zu rasieren als Talon. Und Niederlegs werden ultra einfach rasiert. Die sind super schnell tot, wenn sie euch nicht tot machen. Quinn. Quinn habe ich mir schon gedacht, dass sie genervt wird, weil sie ultra stark ist. Weniger Base Damage ist noch verkraftbar, aber weniger. Ihr Q hat weniger Base Damage von 25 auf 20 reduziert und später von 145 auf 120, also minus 25 Damage, schon sehr eklig. Außerdem zusätzlich dazu noch die Attack Ratio, die skalierende quasi, wurde auch reduziert. Am Anfang auf 0,8 ist noch dasselbe, ist okay. Später im Late Game sind es 1,4 anstatt 1,2. Ich ehrlich gesagt hätte Quinn anders genervt. Ich hätte sie genervt, aber ich hätte sie anders genervt. Ich hätte sie genervt, indem ich sie im Early Game schwächer gemacht hätte. Ich finde nämlich, Quinn ist ein Champion, der rastet zu schnell aus. Wenn sie einmal fett ist, rastet sie einfach ultra schnell aus, weil sie auch so extrem mobil ist. Und ich finde sie im Late Game gar nicht so ultra gut, finde ich. Wenn du natürlich 20 Kills hast, okay, klar, aber im Late Game finde ich sie gar nicht so krass. Deswegen hätte ich an Ritos Stelle, hätte sie im Early Game genervt und im Late Game gleich gemacht. Genau andersrum, aber Rito wird sich da wohl was bei gedacht haben. Mana-Kosten außerdem auch erhöht. Was haben wir bei Rammus? Powerball. Slow Duration von 3 auf 2, auf jeden Fall Nerf. Schon starker Nerf eigentlich wohl. Champion Hit Radius wurde reduziert. Das kann man jetzt als Nerf oder als Buff sehen. Man könnte jetzt als Nerf sagen, okay, ich treffe den Gegner nicht mehr so einfach. Ich muss quasi auch näher an ihn ran, um ihn zu treffen, tatsächlich. Ich muss diese 75 Distanz jetzt näher an ihn ran, um ihn damit zu treffen. Man könnte aber auch sagen, es ist gewisserweise ein Buff, weil oft ist es so, dass man irgendwo so ein Minion angeeckt hat und so um die Minions, wenn sich die Leute sich um die Minions so versuchen zu verstecken, dann versuchst du da so rumzurollen und dann landest du gegen den Minions und dann war vorbei. In der Hinsicht könnte man jetzt sagen, ist ein Buff, aber ist insgesamt schon ein Nerf, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, warum sie Rammus nerven. Ich finde nicht, dass sie Rammus nerven sollten, aber sie haben es gemacht. Okay. No longer freaks out when trying to pass around minions with Powerball. Okay, alles klar. Riven, Health Regen erhöht, sogar eine ganze Ecke, ziemlich gut sogar. Also es ist ein deutlicher Buff. Also was heißt deutlicher Buff, aber schon ziemlich gut, dieses Health Regen Buff. Also zwei zusätzliche schon nett. Kann man sagen. Riven, ja. Alles klar. Also werden wir demnächst noch mehr Toxic AFK im Team haben. Könnt ihr euch schon darauf einstellen. Sivir, Ratio erhöht. Von 0,5 auf 0,6 auf Stufe 1 erhöht und später von 0,7 auf 0,8. Also immer 0,1 mehr. Kann man mit leben. Kann man leben. Skarner, E-Always works. Alles klar. Okay, jetzt ist das Ding so, das E ist, war bisher war es so, dass wenn man dieses E, diesen Eiszapfen-Kristallpfeil da geschossen hat, dass er nach 6 getroffenen Gegnern, was quasi nie der Fall ist, zerstört wurde. Okay, das ist jetzt nicht mehr. Also kein Buff, kann man nicht sagen, Buff. Also ich habe noch nie 6 Gegner, glaube ich, damit getroffen. Noch nie. Ich meine, wie sollen das gehen? Im Teamfight sind auch nur 5. Vielleicht müsste man da mit Jorik und Heimerdinger und die ganze Truppe und die einmal in eine Reihe stellen und dann das E da durchschießen. Oh, scheiße, jetzt ist es weggegangen. Jetzt verlieren wir den Teamfight. Ja, also können wir vergessen. Außerdem die Ultimate runter reduziert? Lol, warum? Warum? Warum reduzieren die schon wieder die Ultimate? Das ist doch Quatsch. Attack Damage, ich finde Skarner total beschissen im Moment. Der ist einfach beschissen. Okay. Soraka wird genervt, war klar. Star Call Range reduziert. Ist aber noch okay für die Soraka Mains. Hier wurde die Mana-Kosten wurden erhöht. Doppelt so viel auf Stufe 1 ist schon eklig. Also. Und später sind es anstatt 60, 40, ist denke ich auch noch verkraftbar, ist in Ordnung noch. Und die Ulti macht nicht mehr Grieving Mourns weg. Ich würde aber trotzdem sagen, für die Soraka-Mains, und ich bin ja auch so ein halber Soraka-Main, würde immer noch Soraka spielen. Das ist verkraftbar. Im Early Game muss man ein bisschen mehr auf das Mana aufpassen, dass es nicht mehr unendlich
So die Mana-Kanone und die Heal-Kanone, aber ist, denke ich, okay. Swain verstehe ich absolut nicht, warum die Swain nerfen. Es spielt niemand Swain außer ich und sie nerfen Swain. Ich glaube, ohne Witz, bei den LCS gibt es ja Target-Bans, ne? Und das sind Target-Nerfs. Sie wollen einfach Lasky-Q, Tobi, The Madness, wollen sie einfach nerfen. Das sind Target-Nerfs. Die wollen einfach nur mich nerfen. Niemand anderen, nur mich. Und deswegen nerfen die einfach mal Swain, alles klar. Also das Ding ist, der Root hält nicht mehr so lange, beziehungsweise. Am Anfang 2 Sekunden ist schon viel für ein Level 1 Spell, ja, aber jetzt sind es 1 Sekunde, das ist schon krass. Man muss es jetzt quasi als zweites, jetzt macht es Sinn, als zweites W zu maxen. Also früher habe ich immer das Q gemaxt. Das war ganz cool, weil er den Slow länger hält, auch der Damage war besser. Jetzt muss man tatsächlich das W maxen, hat einen Vorteil. Dadurch, dass man jetzt das W maxt, hat man einen besseren Wave Clear. Allerdings hätte man auch so das W maxen können und hätte 2 Sekunden besser gehabt, das wäre natürlich trotzdem cooler gewesen. Alles klar. Tahm Kench, no longer against movement speed when moving away from enemies while devouring all champ. Okay, das ist cool. Das ist cool, der ist nämlich extrem schnell, wenn er jemanden auffrisst und dann wegrennt. Das ist extrem schnell, muss man echt sagen. Also er frisst dann auf und rennt weg. Das heißt aber nur beim Wegrennen anscheinend. Wenn der hinterher rennt, so ist das immer noch schnell wahrscheinlich. So ähnlich wie Vayne quasi, nur. Ja. Q-Damage down. Warum? Warum? Leute, könntet ihr jetzt mal bitte die Hände heben, wer Twisted Fate OP findet? Es gibt so wenige Twisted Fate Mains. Natürlich rasten mal davon welche aus, aber zählen wir mal die Twisted Fates, die einfach mega reinzacken, 0-7 sind und nach mit Level 5 AFK gehen und in der Base stehen. Also es gibt so viele verkackte TF Mains, die AFK gehen, weil sie einfach gefickt werden. Also okay, redet am Anfang 60 gleich, dann 110 ist auch noch verkraftbar. Später, also im ganz Late Game ist der Damage weniger, verstehe ich nicht. Ich finde jetzt nicht. Also sein Damage ist nur krass, wenn er ultra übertrieben ist. Also wenn er ultra viel Kills hat und dann würde Anivia und alles andere auch total zerstören. Aber okay, alles klar. Dabei habe ich gedacht, okay, demnächst nochmal TF spielen, aber okay. Xin Zhao, Three Strike actually works. Three Talon Strike. Was? Der Talon Strike? Niemals. Three Talon Strike. Okay, alles klar. Attacking with Three Talon. Nix mit Three Talon. Was? Nope. Refresh the buff trade. Okay, alles klar. So, Six. Damage Strukturen wurde jetzt wieder erhöht, wurde damals irgendwann reduziert. Also mit der Passive macht man mehr Schaden an dem. Das macht irgendwie so 30, 40, 60, 80 die Damage, je nachdem, welches Level du bist. Und das macht 100% mehr Damage an Strukturen. Also ist ja wie so, er ist ja so ein Bombenmann mit nettes kleines C4, klopft an der Tür. So, zack, drauf und kaputt, so quasi. Jungle Monster Tuning, Non-Epic Monster, was ist das denn hier? Hellscrying, außer der Rift Scuttler. Der Scuttler. Der Scuttler. Hört sich an wie der Bachelor, der Rift Scuttler. Demnächst die neue Serie, der Rift Scuttler. Und dann können sie sich alle bewähren. Tahm Kench, der Gronkh, oder nicht der Gronkh, sondern der Gromp. Gronkh auch. Irgendein Scaling. Keine Ahnung, was das für ein Scaling ist, aber. Ach so, wie viel HP die dazu kriegen. Das heißt, sie sind im Late Game, haben jetzt nicht mehr so viel HP anscheinend, okay. Außer Armor. Sie kriegen mehr Armor. Jetzt waren es immer 100 und jetzt geht's hoch, okay. Alles klar. Weniger Leben, aber mehr Armor. Also Nerf für AD Champions. Have less health against magic damage. Ja, okay. Also weniger AP, das heißt, ja, ein Buff für Magie-Typen und wahrscheinlich ein Nerf für ADler oder vielleicht gleich, entweder Nerf oder gleich. Base Armor wurde hier allerdings reduziert vom Gronkh. Obwohl, ne, Krug ist, glaube ich, dieser Vogel, ne? Und HP wurde um 10 erhöht. Oh, holy shit. Also das sind alles so für Magie-Jungle, die werden ja die ganze Zeit gebufft. Wards befassen wir uns gar nicht mit, die machen nämlich keinen Schaden. Dieses Banner macht auch keinen Schaden. Deadens Plate gibt weniger P, ist okay. Rageblade, Area of Effect reduziert, finde ich gut, weil ich finde Rageblade irgendwie kacke. Oha, jetzt passiert irgendwas. Change the Conversation Rate. Okay, ich glaube, das ist gleich, oder? Ne, hier ist irgendwie 20% anstatt 30. The maximum 20% Cooldown Reduction is now reached at 30% Critical Attack from other sources. Was? At 20% Critical Strike from other sources. Essential Guardian. Okay, das ist scheiße. Das ist ein Nerf. Das ist ein Nerf, Leute. Das ist ein Nerf. Das ist ein Nerf. Das heißt, wir haben mit Talon noch 30%. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann wird quasi nur noch 20, also aus 20% waren damals 20% Crit. Also wenn wir 20% Crit hatten, haben wir 20% CDR bekommen. Jetzt kriegen wir für 20% CDR nur noch 10%. Nein, für 20% Crit nur noch 10% CDR. Das heißt, wir haben mit Talon noch 30%, wenn ich das so richtig lese. Falls ich das so richtig lese. Falls nicht, schlagt mich, aber selbst wenn es 30% sind, ist es egal. Scheißegal, das reicht. Scheißegal, das reicht. So, Seal kostet ein bisschen mehr,
Kostet ein bisschen mehr. Kostet ein bisschen mehr. Trinity Force kostet ein bisschen weniger. Energized Attack Procs, ja. Phantom Dancer, mehr Attack Speed, cool. Farsight macht keinen Schaden, scheißegal. Naja, nee, also weniger Cooldown. Mehr. Mehr Cooldown. Relic Schild, irgendwas. Devourer, no, gives 5 Stacks for Rift Herald. Okay, Rift Herald gibt 5 Stacks. But Assist were giving 1. Okay. Achso, sogar für Assist kriegt man jetzt 5 anstatt. Okay. So, oh, Masteries. Masteries interessieren mich. Masteries, meine Freunde. Masteries. Das hier wurde erhöht. Talon-Nerf, Fizz-Nerf, Talon und Fizz-Nerf auf jeden Fall. Ich spiele nämlich beide mit diesem hier. Ist schon bemerkbar, ist auf jeden Fall bemerkbar. Also ist schon nervig. Kann man aber noch mit leben. Fair War of Battle ist das Ding, was uns AD pro Level gibt. Oder pro Attack, meine ich. No only stacks on Champion Hits. Damit wollen die also nicht mehr per Spells. Also damit soll wahrscheinlich ein AD-Carry-Talent werden. Also durch Spells nichts mehr. Melee Attacks now grants da. Okay, Nahkämpfer kriegen das Doppelte. Also Master Yi zum Beispiel. Hitting an enemy champion with an ability grant 2 stacks. Was? Hitting an enemy? Okay, also ja. Sie haben es irgendwie so geändert, dass du halt jetzt für, du kriegst als Fernkämpfer, ich glaube, es soll ein Fernkämpfer-Nerf sein. Sie wollen es einfach nur auf Nahkämpfer haben. Das heißt, du kriegst jetzt auch für Zauber kriegst du auch 2 Stacks. Warum sie dann, okay, du kriegst, aber es hat Cooldown hier, auf jeden Fall 2 Sekunden Cooldown, du kannst es also nicht übertrieben. Also, ich glaube, es soll einfach sowas für den Master Yi sein. Der macht einen Zauber und dann kriegt er 2 Stacks und macht durch den Nahkampf so 2 Stacks, aber okay, ist irgendwie verdoomt. Ist irgendwie verdoomt, alles klar. Auf jeden Fall, ich würde sagen, Fernkämpfer Nerf. Und ja. On Champion Hits. Oder heißt das? Ach, Minion Stacking. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay, jetzt habe ich es. Leute, ich habe es falsch gelesen. Okay, man kann es nicht mehr auf Minion stacken. Dann ist dieses Talent, also für alle, die es mal irgendwie auf Talon gebaut haben, verpisst euch. Also es war vorher schon scheiße und jetzt ist es richtig scheiße. So. Deathfire Touch hält länger. Hält länger. Hält kürzer. Persistent Damage Duration. Persistent Damage Duration, ja. Keine Ahnung. Ach so, das ist, glaube ich. Ja, hier hatte das eins. Das heißt, es tickt jetzt, wie oft das tickt quasi, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das heißt, wir haben ja jetzt, hält es natürlich hier zum Beispiel 2 Sekunden und dann dann muss es ja zweimal 1 Sekunde ticken. Vorher hielt das 1,5 Sekunden, hat es einmal 1,5 Sekunden getickt. Da sage ich jetzt einfach mal so. Sag ich jetzt einfach mal so. Cunning Tree. So, Assassin, das ist das neue Mastery, was dazu gekommen ist. Erstmal muss ich sagen, ultra cooles Mastery hier. Ultra cool. Also wer jetzt noch Zweifel hatte, dieses Talent mitzunehmen, ich nehme es ja schon immer mit. Jetzt ultra cool. Auf Fizz nehme ich es mit, auf Talon nehme ich es mit und auf Zed nehme ich es mit. Super krass. Das ist jetzt richtig stark, Leute. Das ist richtig cool. Bitte mitnehmen. Also ich habe es vorher schon mitgenommen und jetzt auf jeden Fall. Super cool. Thunderlord wurde wieder gebufft, also noch cooler. Und hier kommt noch dieses Assassin dazu. You deal 1,5% increased damage, wenn kein Ally dabei ist. Ich weiß eh schon, wie mein Team ist. Die kommen dann alle in meine Nähe, nur damit ich nicht 1,5% mehr Damage mache. Ich weiß, wie es läuft, mein Freund. Ich weiß es einfach. Aber passt natürlich zu meinem Playstyle. Ich bin ja immer solo alleine. Solo. Deswegen passt es eigentlich. Windspeaker's Blessing. Das ist Armor. Achso, das ist das, was wir durch diese Shields und Heals kriegen wir Armor und Magic Resist. Das sind jetzt nicht mehr 15%, sondern ist jetzt ein Flat-Wert. Also 4 bis 22 Armor oder 2 bis 11 Magieresistenz. Ja. Es war natürlich prozentual, war natürlich krass, wenn man richtig viel hatte. Dann war es natürlich richtig krass. Aber diese Talente, ne, ich fand Zed jetzt schon strong und diese ganze Scheiße. Also jetzt werden wir auf jeden Fall zersplattern. Resolve Tree ist Tank, das gehen wir eh nicht rein. Aber wir gucken trotzdem mal rein. Das hier wird genervt, das gehen wir eh nicht. Das hier wird gebufft, das gehen wir, das gehen wir, das gehen wir, das gehen wir, das gehen wir eh nicht. Das gehen wir. Okay, 5. Oh, stopp. Veterans Gas ist jetzt cool. Da könnte man mal überlegen. Da muss ich mal gucken, wie tief ist das im Baum. Eventuell macht es Sinn, jetzt zu skillen. 45 HP mehr im Early Game ist cool. Vielleicht gehe ich nicht mehr in den linken Baum, sondern jetzt komplett in den rechten Baum anstatt. Also mit Talon. Das heißt, also nicht komplett, sondern 18 Punkte in die Mitte. Und anstatt 6, 18, 6, skill ich jetzt vielleicht 18, 12. Also 0, 18, 12. Vielleicht macht das Sinn. Weil im linken Baum, was haben wir? Wir haben dieses Fleischen da mit dem HP, die wir kriegen. Das ist cool, aber wurde jetzt genervt. Vielleicht, ist jetzt so eine Überlegung, vielleicht, weil hier wird ja auch,
Vielleicht, ich überlege es mir mal, aber weiß ich nicht. Mal gucken. Ich meine, diese 2% mehr Ability Damage ist natürlich auch nett, die wir da haben, ne? Bond of Stone, Bond of Stone. Wurde gebufft, 3%, allerdings mit einem Ali zusammen nur noch 6%. Und ja, irgendwie sowas. So. First Minion Wave Equality. Lalalala, irgendein Scheiß. Okay, das war's mit den Patch Notes, meine Freunde. Ich denke, waren einige Sachen dabei. Wie gesagt, Zed, Talon, Fizz, kann man eigentlich all in sagen, war Nerf. Ja, ich würde sagen, alles klar. Alles klar.